Ich begrüße euch ganz herzlich zu unserem Abendgebet aus Maria Laach. Vielleicht kennt ihr das auch, dass aus mancher Theorie des Evangeliums ganz plastische Praxis wird, wo einem ein Wort Jesu ganz deutlich in der Realität des eigenen Lebens aufgeht, aus einer bestimmten Erfahrung oder Situation heraus. So ging es mir mit einem Wort Jesu, wo er davon spricht, dass aus Bildrede plastische Realität wird, wo er sagt: Dies habe ich in Bildreden zu euch gesagt. Es kommt die Stunde, in der ich nicht mehr in Bildreden zu euch spreche, sondern euch offen vom Vater künden werde. Es war einmal, dass ich am Evangelienpult stand, das Evangelium in der Eucharistiefeier vortragen durfte, und am Tag vorher habe ich mich mit einem Mitbruder gestritten. Und dann kam eine Perikope, wo es um die Vergebung ging. Und ich sah diesen Mitbruder an. Und es hat mich so existenziell getroffen, dass ich plötzlich in der Praxis verstanden habe, was das Wort, das theoretische Wort aus dem Evangelium sagen will. Ich habe das Evangelium sprechend angekündigt und vor lauter Schreck über dieses Wort Jesu singend aufgehört. Hinterher ging ich zu dem Mitbruder, bat um Verzeihung und wir versöhnten uns. Es war ein großes Geschenk, in diesem Moment durch die Verkündigung des Evangeliums zu erfahren, wie Theorie lebendige Glaubenspraxis werden kann. So können wir das Evangelium lesen, jeden Tag auf unser Leben hin. Wir dürfen uns fragen mit Jesus an unserer Seite: Herr, wie können wir das leben, was du uns jetzt sagst, damit es nicht bei einer Bildrede bleibt, sondern offen, ehrlich, authentisch und leben wird. Lasst uns diesen Tag mit einem Gebet beschließen. Herr, jeden Tag dürfen wir von dir lesen und von dir hören, und jeden Tag sind wir eingeladen, das, was wir gehört und gelesen haben, auch im Leben anzuwenden, umzusetzen, um uns von der Realität deines Evangeliums ganz offen beschenken zu lassen. Wo hat dein Evangelium heute unser Leben bewegt und bereichert? Wo bist du uns durch dein Wort begegnet in der Realität unseres Alltags? Schenke uns eine ruhige und erholsame Nacht, damit wir auch offen sind am morgigen Tag für deine Realität in unserem Leben. Ich wünsche euch einen schönen Abend und eine gute Nacht.